Gesegnete Weihnachten wünsche ich Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Wir wünschen uns in diesen Tagen gesegnete Weihnachten. Aber was wünschen wir uns denn da eigentlich? Im jüdisch-christlichen Verständnis ist Segen immer etwas von oben, von Gott, aus dem Himmel. Er wirkt sich aus in einer guten, ertragreichen Ernte, die unser Leben nährt und erhält. Der Segen Gottes wirkt sich aus in einem guten Miteinander. Er wirkt sich auch aus im Ende eines Krieges und im Frieden, im Wohlergehen und in der Freiheit für Land und Leute. Der Segen Gottes, der schenkt auch ein langes Leben in Zufriedenheit und ein seliges Sterben und danach die ewige Freude im Himmel. Der Segen ist im biblischen Verständnis aber kein Automatismus und auch kein sanftes Ruhekissen. An Gottes Segen ist alles gelegen, aber wir müssen auch selber füreinander zum Segen werden. Dann wird der Segen Gottes in unserem Leben realisiert und verändert unser Leben zum Besseren. Und worin besteht nun der Segen der Weihnachten konkret für uns und unser Leben? Der Segen der Weihnacht wird konkret für jeden Menschen. Gott ist Mensch geworden, ein Menschenkind. Und er zeigt uns damit, dass jeder Mensch wertvoll ist, wichtig ist. Jeder Mensch hat eine unantastbare Würde und er hat unveräußerliche Rechte. Wenn wir Weihnachten feiern, dann müssen wir auch die Menschenrechte propagieren, sie jedem Menschen zukommen lassen. Wir müssen Protagonisten und Verteidiger der Menschenrechte werden. So wird Weihnachten zum Segen für alle Menschen hier und weltweit. Weihnachten stellt das Kind in die Mitte. Weihnachten will den Kindern Segen bringen. Weihnachten will, dass alle Kinder bei uns und in der ganzen Welt Wertschätzung, Hochachtung, Liebe entgegengebracht bekommen. Wenn zum Beispiel kinderreiche Familien bei uns keinen oder zu wenig Wohnraum finden, wenn kinderreiche Familien das Heizöl für den Winter nicht bezahlen können oder sich nur minderwertige Nahrungsmittel leisten können, dann hängt der Segen der Weihnacht schief oder ist gar nicht angekommen. Der Segen der Weihnacht verbietet auch jeden Angriff auf Kinder, so wie es Herodes in Bethlehem getan hat. Angriffe auf Kinder erfolgen heute durch Abtreibung oder auch durch Kindesmissbrauch. Weihnachten will den Kindern Segen bringen, zum Beispiel dadurch, dass sie gute Eltern haben, dass es gute Kitas gibt, dass es gute Schulen gibt mit gut ausgebildeten Erzieherinnen und Erziehern, Lehrerinnen und Lehrern. Weihnachten wird ganz konkret dadurch, dass den Kindern Segen zuteil wird, durch uns, in unserer Gesellschaft und auf der ganzen Welt. Weihnachten ist das Fest der Familie und will den Familien Segen bringen. Familien müssen aber auch die Segnungen unserer Gesellschaft und des Staates dafür erhalten, indem sie zum Beispiel genügend Kindergeld und Erziehungsgeld bekommen, indem auch Erziehungszeiten der Eltern besser anerkannt werden, auch für die Rente, indem auch nach der Erziehungszeit wieder bessere Eingliederungsmaßnahmen in den Beruf erfolgen. Segen für die Familie, das ist Segen für die Gesellschaft und für die Kirche, denn Familien, die aus Ehen, zivil und kirchlich geschlossen sind, hervorgehen, sind die Keim- und Wachstumszellen von Gesellschaft und Kirche.
Weihnachten will den Familien Segen bringen, damit diese wiederum zum Segen für sich selbst, für die nachfolgende Generationen und für unser aller Zukunft werden. Weihnachten wird auch zum Segen, indem es das Gemeinwohl stärkt. Die Hirten von Bethlehem warteten nicht auf das Sozial- oder Versorgungsamt, sondern sie nahmen Wolle, Milch, Brot, Licht und Wärme und brachten es in den Stall nach Bethlehem und versorgten so Maria, Josef und das Kind. Weihnachten will uns aufrufen, nicht auf die anderen zu warten, sondern selbst zu tun, was wir tun können. Jede Gesellschaft und jeder Staat ist eigentlich so gut, wie die Bürgerinnen und Bürger gut sind. Weihnachten will Segen bringen, indem es unser Miteinander für das Gemeinwohl stärkt. Nicht zuletzt bringt auch Weihnachten Segen für das Zusammenwachsen und das Verständnis der Völker und Nationen. Die Weisen aus dem Morgenland gingen nach Bethlehem, brachten ihre Gaben und fanden das Kind, den Messias, den neugeborenen König des Friedens und des Heils für alle Völker. Und sie gingen zurück in ihr Land und verkündeten, was sie dort gesehen und erlebt hatten. Weihnachten bringt Völker und Menschen zusammen, hilft, dass sie ihre Gaben, die materiellen und die kulturellen, austauschen und so eine globale Menschheitsfamilie werden, die sich versteht, die sich umeinander kümmert, die füreinander da ist. Weihnachten, Fest, das Segen bringt, indem es uns zum Segen für unsere Nächsten, für unsere Mitmenschen nah und fern, für die Schöpfung und für die ganze Welt macht. Ich wünsche Ihnen allen ein gesegnetes Weihnachtsfest 2013.